Hallo zusammen, das heutige Video steht ganz im Zeichen von Logitech, weil Logitech hat nämlich die G-Serie, also die Eingabegeräte, sprich Tastaturen, Mäuse und Headsets neu aufgelegt. Und wir haben jetzt gerade die ganz neuen Produkte hier reingekriegt und wollen doch jetzt einfach mal den direkten Vergleich machen, was denn überhaupt neu aufgelegt wurde und ob da wirklich Revolutionen zu entdecken sind. Da fangen wir dann am besten mal mit den Keyboards an. Da hat Logitech zwei Klassiker neu aufgelegt. Ein Klassiker ist hier das G19S, heißt es jetzt. Vorher war es das G19. Wenn wir uns das Gerät anschauen, könnte man sagen, erstaunlich gleich, bis auf einen neuen Farbtupfer hier. Man hat nämlich diesen Rahmen hier in Metallic Blau unterlegt, während er da noch mausgrau ist sozusagen. Aber ansonsten, beim direkten Vergleich der Tasten zum Beispiel, findet man keine Unterschiede. Man hat genauso, das Display ist beibehalten, die ganze linke Reihe mit den Makro-Tasten, also mit den G-Tasten von G1 bis G12, alles identisch gleich. Das Logo ist neu, okay, aber selbst die Handballenablage ist in derselben Größe wie beim Vorgänger. Ich stelle allerdings fest, man sieht sie auch an meinen Fingertapsen, die ist etwas gummiert. Also ist das doch eine kleine Änderung. Aber generell, wir machen auch mal den Tastendruckvergleich. Ich versuche das jetzt mal. Sind ja Gummidom-Tasten, also hier das A. Und ich fühle wirklich keinen Unterschied. Das heißt, selbst da an der Gummidom-Mechanik hat Logitech nichts geändert. Also das Flaggschiff G19, jetzt G19S, mit einem bisschen mehr Farbe im Spiel. Ansonsten technisch genau dasselbe. Das zweite Keyboard, was Logitech neu aufgelegt hat, ist auch schon so ein Klassiker, der ist auch schon über 2 Jahre im Handel. Das G510, könnte man sagen, die kleinere Ausführung des G19. Auch, wie man sieht, mit Display, aber eben etwas kleiner, nicht so aufwendig wie beim G19. Auch hier, wenn man genau guckt, dasselbe wie bei dem G19. Form ist dasselbe, Display dasselbe, die Display-Funktionstasten sind dieselben. Die ganze Makro-Reihe hier, da ist das G15 berühmt für, dass es nämlich 18 programmierbare Makro-Tasten hat, hier auf der linken Seite. Auch die, wie beim Vorgänger, auch hier hat Logitech die Handballenablage in der Größe übernommen, hat aber auch der sah hier eine Gummierung spendiert, das merkt man, wenn man so drüber geht, das ist rauer als hier das glatte. Also auf jeden Fall ein Vorteil, eine Verbesserung, aber auch wieder marginal, also wie gesagt, der blaue Rahmen. Hier ist er etwas heller, hellblauer, hier ist er etwas dunkelblauer. Wir machen auch mal den Tastendruckvergleich. Also hier das A nehme ich jetzt mal. Und also da ist kein Unterschied zu spüren. Das ist also dieselbe Gummidom-Mechanik mit denselben Werten. Ich meine, es ist ein guter Druck, ein sehr gut bis sehr guter Druckpunkt und Anschlag, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber es hat sich nichts geändert. Auch da bei der Ausstattung ist dasselbe geblieben. Also wir resümieren mal kurz bei den Keyboards. Marginale Änderungen im Style, ein bisschen Farbe dran an das Ganze, aber technisch genau dasselbe. Jetzt kommen wir zu den Mäusen. Da hat es auch Änderungen gegeben. Hier hat auch die G-Serie der Mäuse aufgelegt, also die G700, die G500. Die G400 und die G300 auch noch, die haben wir leider nicht hier. Aber alle anderen haben wir, teils auch die alten Entsprechungen. Fangen wir mal mit der großen Maus an, mit der G700. S heißt sie jetzt, das ist die Funkmaus. Das sieht man hier an diesem kleinen Empfänger. Dieses kleine Gerät sorgt für die Verbindung zwischen PC und Maus. Und das ist dann hier die Maus. Ich lege sie mal jetzt bewusst erstmal so hin. Und ganz einfach mal die alte Version dahinter halten. Dann sieht man es vielleicht am besten, was passiert ist. Gut, neues Logo, wie bei den Tastaturen auch. Und eine neue Oberfläche hat sie bekommen, also eine neue Oberschale. Allerdings, diese Oberschale wirkt auf den Bildern immer so, als wäre sie angeraut. Das stimmt aber nicht, denn das ist genau so eine glatte Fläche wie bei dem alten Modell auch. Nur diese Striche, also illusioniert, es wäre gummiert und Grip, und hätte mehr Grip, dem ist aber nicht so. Ansonsten muss ich auch leider hier sagen, ich vermeide es eigentlich, weil es ist irgendwo ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, denn wenn man vergleicht,
alte Maus, neue Maus, alte Maus, absolut identisch, absolut dieselben Tasten, hier diese vier Seitentasten, die mit dem Daumen bedient werden sollen. Zum Beispiel MMO-Spieler können da gut von profitieren, weil da können sie schnell Markus drauflegen. Sind dann beim neuen Modell vorhanden, genauso wie beim alten. Wenn man oben guckt, die Tastenanordnung, auch da die drei rechts, hier mit der Wölbung, auch für den Daumen gut zu erreichen. Haben wir auch bei dem neuen Mausmodell, sind auch da. Das Scrollrad ist genauso, dass es hier rastet und kann auch wie bei alten Maus schon deaktiviert werden. Und zwar hier oben ist ein Knopf, wenn man den drückt, ist die Mausrasterung nicht mehr da. Aber wie gesagt, auch das ist nichts Neues, das hat es bei der anderen Maus auch schon gegeben. Also auch hier eigentlich ein Redesign maximal, aber bestimmt keine neuen Funktionen. Gut, nehmen wir den Klassiker, die 400S, ist eigentlich der Nachfolger immer noch von der MX518. Das war damals ein Verkaufsschlager, den hat Logitech neu aufgelegt und dann in die G-Serie gepackt als G400. Das ist hier das alte Modell. Und daneben mal gesehen das neue, die G400S. Auch hier wieder anderes Logo. Selbige Sache wie bei der Maus eben schon. Die Oberfläche hat sich geändert in diese stylische mit den Rippen, die aber auch wieder kein Gummi sind. Also auch da eigentlich nur eine neu gefärbte Oberschale. Funktional genau dasselbe. Die beiden Seitentasten hier, die Abtastraten sind sogar gleich. Die Knöpfe hier vorne für die DPI-Umschaltung, alles gleich. Also auch da keine Änderungen. Und zum Schluss haben wir noch die G500S. Da habe ich leider kein Altgerät da sozusagen. Das hat das Archiv leider nicht mehr hergegeben. Aber auch da wird es genauso aussehen. Die hatte die G500, das alte Modell hatte eine recht eine silberne Oberschale mit so einem Camouflage-Muster oder also mit so schwarzen Sprenkelungen auf jeden Fall. Das hat sich geändert in dieses neue Design. Aber auch die Tasten, hier zum Beispiel diese Vor- und Rücklauf für den Explorer, was auch immer, auch die sind gleich geblieben. Da hat sich auch nichts geändert. Dasselbe hier mit dem Scrollrad, dessen Rasterung man deaktivieren kann, wie schon bei dem anderen Modell, bei der G700S. Auch das ist geblieben. Insofern richtig, also wirklich was Neues ist das auch nicht. Das abschließende Fazit der ganzen Sache ist jetzt hier, präsentiert uns hier Logitech wirklich alten Wein in neuen Schläuchen. Zum Teil kann man sagen, ja, also bei den Tastaturen ist es auf jeden Fall ein reines Optik-Update mit so ein bisschen gummierte Handballenablage. Bei den Mäusen hat sich auch von der Ausstattung her nichts getan. Die Oberschale sieht ein bisschen anders aus. Man kann darüber streiten, ob schöner, ob nicht schöner. Einziger Punkt, und das muss man Logitech zugute halten, Logitech hat zwei Mäuse zumindest mit einem neuen Sensor bestückt, weil damals, wo die alten Modelle rauskamen, die Sensortechnologie noch nicht so weit war, sodass jetzt die G700S sowohl wie als auch die G500S jetzt mit einem Sensor arbeitet, der bis 8200 dpi abtastet. Vorher war das weniger, vorher war da bei 5700 dpi Schluss. Das ist aber auch wirklich die einzige technische Änderung. Ansonsten Anordnung der Knöpfe, Druckpunkte ist alles gleich. Wie wir es werten? Gut, der eine sagt, die Geräte sind Klassiker, wir wollen die so haben. Das ist gar nicht schlimm, dass die einfach nur mit einem neuen Design aufgelegt werden. Vielleicht mag sich manch Spieler über die DPI-Erhöhung bei den Mäusen freuen. Aber insgesamt ist der Eindruck zwiegespalten. Also viel Neues bringt Logitech hier nicht, obwohl eine ganz neue Serie sozusagen auflegt.